In diesem Video geht es um die Systemdienstleistung, das heißt um die Verpflichtung der Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber zur Stabilisierung des Netzes und um die elektrische Energieversorgung der Verbraucher sicherzustellen. In Deutschland gibt es ungefähr 900 Netzbetreiber auf den unterschiedlichen Netzebenen. Wir haben 4 Übertragungsnetzbetreiber, die für den überregionalen Austausch im Übertragungsnetz, also im Höchstspannungsnetz, verantwortlich sind und die den Austausch über die Landesgrenzen hinaus mit den Nachbarländern koordinieren. Darüber hinaus gibt es 70 regionale Netzbetreiber und dann 25 größere sowie rund 700 mittlere und kleinere Stadtwerke sowie rund 100 kleinere private Versorgungsunternehmen, die die Stromversorgung in Deutschland organisieren. Unterschieden werden die Aufgaben zwischen den Aufgaben für die Übertragungsnetzbetreiber, abgekürzt ÜNB, und die Verteilnetzbetreiber, VNB. Die Verteilnetzbetreiber sind die Unternehmen, die zur regionalen und lokalen Versorgung der Energieverbraucher verantwortlich sind. Die Liberalisierung der Strommärkte Ende der 1990er Jahre führte zu einer Aufhebung von geschlossenen Versorgungsgebieten mit regional fest definierten Versorgern sowie der Trennung zwischen der Energieerzeugung und dem Energietransport. Nun ist es so, dass innerhalb einer Regelzone alle Nutzer des Netzes verpflichtet sind, für eine ausgeglichene Leistungs- und Lastbilanz zu sorgen. Das heißt also, dass die eingespeiste Energie und die ausgespeiste Energie innerhalb dieser Regelzone ausgeglichen ist und hierfür müssen alle Beteiligten des Netzes sorgen. Auf der rechten Seite ist dies einmal schematisch dargestellt. Früher war die Organisation und die Verwaltung eines Netzgebietes sowie die Erzeugung der elektrischen Energie innerhalb eines Unternehmens. Heutzutage durch die unterschiedlichen Player in den Regelzonen der Netze muss nun darauf geachtet werden, dass die Einspeisung mit unterschiedlichen Profilen und die Ausspeisung durch die Verbraucher, durch die Netznutzer eingehalten wird. Die Übertragungsnetzbetreiber übernehmen die Koordination aller Erzeuger und aller Verbraucher innerhalb einer Regelzone. Diese Regelzonen sind Bilanzkreise, also virtuelle Gebilde, für die jeweils eine ausgeglichene Leistungsbilanz angenommen werden muss und eingehalten werden muss. Und die Netznutzer sind verpflichtet, jeweils einen eigenen Bilanzkreis zu führen oder alternativ sich an bestehende Bilanzkreise anzugliedern. Oben dargestellt ist die Bilanzgleichung, die in den Bilanzkreisen eingehalten werden muss. Das heißt, die Summe aller Einspeisungen durch Energieerzeugungsanlagen oder durch die Einspeisung elektrischer Energie aus Nachbarnetzen, die muss entsprechend der Ausspeisung der elektrischen Energie sowie der Netzverluste sein. Das heißt, diese Gleichung ist durch die Netznutzer und den Netzbetreiber immer einzuhalten. Die Einspeisung umfasst einmal elektrische Energieerzeugungsanlagen. Das können fossile Kraftwerke sein oder regenerative Kraftwerke. Darüber hinaus kommen aus benachbarten Netzen, wird elektrische Energie eingespeist in das eigene Regelnetz oder den eigenen Bilanzkreis, sowie Rücklieferung aus untergelagerten Netzen. Das heißt also, wenn elektrische Energie aus Niederspannungsnetzen in eine Mittelspannungsebene transformiert wird, wird es ebenfalls zu den Einspeisungen gezählt. Auf der anderen Seite haben wir die Ausspeisung. Dazu zählen unter anderem die Lasten, das heißt der elektrische Energieverbrauch unterschiedlicher Verbrauchseinheiten, dann die Weiterverteilung der elektrischen Energie in untergelagerte Netze. Das heißt also, dass die elektrische Energie vom Mittelspannungs- ins Niederspannungsnetz oder vom Hochspannungsnetz ins Mittelspannungsnetz geliefert wird. Oder dass natürlich elektrische Energie aus einem Netzgebiet in ein benachbartes Netzgebiet transportiert wird auf Mittelspannungs- oder Hochspannungsebene. Schließlich müssen die Netzverluste auch noch berücksichtigt werden. Durch den Transport der elektrischen Energie fallen Netzverluste an, die natürlich durch den Netzbetreiber ausgeglichen werden müssen. Die Systemdienstleistungen, abgekürzt SDL, sind Dienste, die definiert wurden, um die Übertragung von elektrischer Energie von den Energieerzeugungseinheiten, also von den Kraftwerken, zu den Verbrauchern zu regeln und zu unterstützen. Innerhalb von Regelzonen oder den Netzzonen sind die Übertragungsunternehmen verpflichtet,
einen zuverlässigen Betrieb des Netzes aufrechtzuerhalten. Das sind auf der einen Seite die Übertragungsnetzbetreiber und dann die Verteilnetzbetreiber in den untergelagerten Netzen. Welche Arten von Systemdienstleistungen sind definiert? Da geht es einmal um die Terminierung und Verteilung der elektrischen Energie. Dann natürlich die Frequenzhaltung. Das heißt also, dass die Frequenz im europäischen Verbundnetz bei 50 Hertz bleibt. Darüber hinaus eine Regelung der Blindleistung und der Spannung. Im Störfall ein Wiederaufbau der Stromversorgung. Darüber hinaus sind die Netzbetreiber für die Betriebsführung und das Netz Engpassmanagement verantwortlich und schließlich die Stabilisierung des Netzes und der Ausgleich einer Energiebilanz innerhalb der Regelzone eines Netzes. Wie unterscheiden sich nun die Übertragungsnetzbetreiber von den Verteilnetzbetreibern? Die Übertragungsnetzbetreiber ÜNB sind die Betreiber der überregionalen Netze auf Höchstspannungsebene. Die ÜNB sind verantwortlich für die Systemdienstleistung und das Bilanzkreismanagement. Die Aufgaben und die Pflichten der Übertragungsnetzbetreiber sind im Transmission Code definiert und zusammengefasst und dort für alle Netzbeteiligten einsehbar. Auf der anderen Seite haben wir die Verteilnetzbetreiber, die die untergelagerten Netzebenen, also Hochspannung, Mittelspannung, Niederspannung, verantworten. Das heißt, die Verteilnetzbetreiber übernehmen die elektrische Energie an den Kuppelstellen der Übertragungsnetze und verteilen die elektrische Energie in den untergelagerten Netzebenen weiter bis zu den Verbrauchern. Das umfasst die Hochspannung, die Mittelspannung und die Niederspannungsnetze, organisieren natürlich auch die Energieeinspeisung aus kleineren Kraftwerken in den entsprechenden Netzebenen. Die Aufgaben und Pflichten der Verteilnetzbetreiber sind im Distribution Code zusammengefasst und stellen die Regularien dar, an die sich die Verteilnetzbetreiber zur Verteilung elektrischer Energie halten müssen. Hier ist stichpunktartig ein Vergleich zwischen dem Transmission Code und dem Distribution Code dargestellt. Der Transmission Code, der für die Übertragungsnetzbetreiber gilt, wenn dessen der Distribution Code die Aufgaben und Pflichten der Verteilnetzbetreiber darstellt. Im Transmission Code ist definiert, wie sehen die Anschlussbedingungen für Energieerzeugungseinheiten aus und wie werden untergelagerte Netzebenen an das Höchstspannungs- und das Übertragungsnetz angeschlossen. Darüber hinaus sind Organisation und Abwicklung der Netznutzung definiert, insbesondere die Definition von Bilanzkreisen und das Verhalten bei Engpässen. Bei den Systemdienstleistungen geht es um die Sicherstellung und Inanspruchnahme von der Energieverteilung. Auch der Netzausbau liegt in der Verantwortung der Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich Redundanzen und der Stabilität der Energieversorgung. Und schließlich kommt die Betriebsplanung und Führung der Übertragungsnetze dazu, die im Transmission Code definiert ist. Auf der anderen Seite im Distribution Code für die Verteilnetzbetreiber sind ebenfalls Netzanschlussbedingungen definiert für Energieerzeugungseinheiten, also kleinere fossile Kraftwerke und regenerative Energiesysteme, die Anschlussbedingungen für Kundenanlagen, insbesondere natürlich Industrieanlagen, die an das Hoch- oder Mittelspannungsnetz angeschlossen werden und die Bedingungen im Fall von Netzrückwirkungen. Darüber hinaus ist definiert, wie der Zugang zum Verteilnetz erfolgt, in Form der Niederspannungsanschlussverordnung zum Beispiel, wie die Bilanzkreise definiert werden, die Lastprofile sowie das Verhalten bei Engpässen. Darüber hinaus liegt die Netzplanung, das heißt die Grundsatzplanung, die Ausbauplanung der Verteilnetze in der Verantwortung der Verteilnetzbetreiber. Und schließlich haben die Verteilnetzbetreiber die Verantwortung, die Netzbetriebsplanung und Führung in ihren Verteilnetzen zu übernehmen und zu organisieren. Wir sehen nun die Netzanschlussbedingungen im Übertragungsnetz, das heißt im Höchstspannungsnetz aus. Im Transmission Code werden die Anschlussbedingungen für Energieerzeugungseinheiten festgelegt. Darüber ist definiert, wie untergelagerte Netzebenen an das Übertragungsnetz angeschlossen werden. Dargestellt hier unten in der Skizze. Wir haben die Regelzone eines Übertragungsnetzbetreibers, dann darunter liegende Spannungsebenen mit dem Hoch- und dem Mittelspannungsnetz und eine Koppelstation zwischen dem Übertragungsnetz und der höchsten Spannungsebene
des Verteilnetzes innerhalb eines virtuellen Bilanzkreises aus Verbrauchern und Erzeugungseinheiten hier dargestellt durch die Kreise als drei Kraftwerke, die in unterschiedliche Spannungsebenen einspeisen. Relevante Anschlussbedingungen für die Erzeugungsanlagen sind die synchrone Stromversorgung oder Einspeisung mit 50 Hertz, natürlich die Schutzeinrichtung, Installation von Netzleittechnik, die Verpflichtung zur Frequenzhaltung, der Möglichkeit der Einspeisung von Blindleistung und der Anpassung der Blindleistung, dann Trennung vom Netz im Fall einer Störung oder Anpassung der Leistung im Störungsfall, sowie die Definition, wie im Wiederaufbau des Stromnetzes sich zu verhalten ist, um einen Wiederbetrieb der elektrischen Energieversorgung nach einem Störfall sicherstellen zu können. Die Regelungen für die untergelagerten Netze beziehen sich im Wesentlichen auf Netze mit Energieerzeugungseinheiten. Das heißt, dass in untergelagerten Netzen mit Kraftwerken, fossil oder regenerativ, ebenfalls definiert ist, wie diese Netzanschlussbedingungen aussehen, falls es zu einer Rückspeisung in übergelagerte Netzebenen kommt. Im laufenden Betrieb kommt es in den Netzregelzonen bzw. in den Bilanzkreisen laufend zu Abweichungen zwischen den tatsächlichen Lastverläufen und den geplanten oder prognostizierten Lastverläufen, sodass diese Abweichungen natürlich ausgeglichen werden müssen. Die Übertragungsnetzbetreiber erfassen diese Abweichung zwischen dem prognostizierten und dem tatsächlichen Lastgang und gleichen diese Abweichung aus. Durch die Ausnutzung des Lastmanagements sollten die Leistungsabweichungen festgelegten Toleranzen oder überschreiten oder davon abweichen. So werden diese Abweichungen Netzkunden in Rechnung gestellt. Der Vorteil des Aufbaus von Bilanzkreisen ist, dass die Netzbetreiber diese Netznutzer diese Zonen zusammenfassen können zu einem aggregierten Lastgang. Das heißt also, dass die einzelnen Lasten, die in einer Netzregion auftreten, zusammengefasst werden können, bilanziert werden und dann weiterverarbeitet werden können. Das hat den Vorteil, dass durch diese Aggregation der Lasten innerhalb der Bilanzkreise die Abwicklung der Energielieferung an die Kunden in den unterschiedlichen Netzebenen sehr stark vereinfacht wird. Die Netzbetreiber müssen zusätzlich zur Verteilung und zur Übertragung der elektrischen Energie weitere Systemdienstleistungen erbringen. Diese Systemdienstleistungen dienen dazu, das Netz oder das Netzsystem funktionstüchtig zu halten, sowie die Stromversorgung mit hoher Qualität sicherzustellen. Zu den Systemdienstleistungen zählen insbesondere die Frequenzhaltung sowie die Spannungshaltung entsprechend der Netzebenen, den Auf Wiederaufbau der Versorgung sowie die laufende Betriebsführung der Netze. Die Systemdienstleistungen werden hauptsächlich von den Übertragungsnetzbetreibern erbracht und werden im Transmission Code beschrieben. Wie sehen die einzelnen Systemdienstleistungen der Übertragungsnetzbetreiber aus? Zunächst der Blick auf die Frequenzhaltung. Zur stabilen und hochwertigen Stromversorgung müssen die Übertragungsnetzbetreiber dafür sorgen, dass die Netzfrequenz stabil bei 50 Hertz gehalten wird. Das heißt also, dass im Fall einer Abweichung von dieser vorgegebenen Netzfrequenz von 50 Hertz die Netzbetreiber eingreifen müssen und die Leistungen, die ein- oder ausgespeist werden, anpassen. Auf der linken Seite zu sehen, was passiert, wenn mehr Leistung in ein Netz eingespeist wird, als ausgespeist wird. Als Folge reagiert das Netz im Zuge der Energiehaltung durch eine Steigerung der Frequenz. Das heißt also, dass die Stromrichtung sich schneller ändert und die Netzfrequenz auf über 50 Hertz anwächst. Umgekehrter Fall, auf der rechten Seite dargestellt, wird weniger elektrische Energie eingespeist als ausgespeist. So regiert das Netz mit einer Senkung der Netzfrequenz. Das heißt also, dass die Netzfrequenz auf unter 50 Hertz fällt. Die Übertragungsnetzbetreiber haben dafür zu sorgen, dass immer eine ausreichende Kapazität an Regelleistung vorliegt, um die Leistungsbilanz auszugleichen, insbesondere der Fall auf der rechten Seite im Fall einer
zu großen Ausspeisung müssen zusätzliche Energieversorgungseinheiten aktiviert werden, um Leistung ins Netz einzuspeisen, um die abgesunkene Netzfrequenz wieder auf 50 Hertz zu stabilisieren. In diesem Ablaufdiagramm ist das Grundprinzip der Frequenzhaltung dargestellt. Wir haben das Kraftwerk, das elektrische Energie einspeist in das Stromnetz. Das heißt, wir haben eine Ist-Leistung, die ins Netz eingespeist wird. Daraus resultiert eine Ist-Frequenz des Netzes. Die wird abgeglichen mit der Soll-Frequenz im europäischen Verbundnetz 50 Hertz. Dabei zeigt sich in der Regel, dass es zu Abweichungen kommt von dieser Sollfrequenz. Das heißt, es ergibt sich ein Delta F, eine Abweichung von dieser Sollfrequenz. In der Regel darf dieser Wert lediglich 0,2 Hertz betragen. Das heißt also, die Sollfrequenz darf um 0,2 Hertz, von der Sollfrequenz darf um 0,2 Hertz abgewichen werden. Sollte es zur Abweichung kommen, lässt sich diese Abweichung dadurch ausgleichen, dass entsprechend mehr oder weniger Leistung ins Netz eingespeist wird. Das heißt, aus der Delta F, aus der Frequenzabweichung, lässt sich ein Delta P, also eine Leistungsänderung, ermitteln oder ableiten. Darüber hinaus gibt es Daten zur Planleistung im nächsten Zeitschritt. Durch die Prognose der Lasten in einem Netzgebiet ist bekannt, wie die Leistung im nächsten Moment auszusehen hat, ergibt sich aus der Plan- oder Prognoseleistung und der Netz- oder der Leistungsabweichung aus der Frequenzabweichung. Und zusammen mit der Ist-Einspeisung des Kraftwerks ergibt sich daraus die Information für den Kraftwerksbetreiber, wie die Ist-Leistung anzupassen ist, um das Netz wieder auf 50 Hertz Frequenz zu bringen. Und darüber ergibt sich dann ein geschlossener Kreislauf, dass permanent eine Regelung des Netzes erfolgt, um die Sollfrequenz von 50 Hertz zu halten. Im europäischen Verbundnetz, um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, ist es so, dass eine Veränderung der Netzfrequenz um 1 Hertz bedeutet, dass 20 Gigawatt an Leistung zusätzlich ein- oder ausgespeist werden müssen. Das heißt, um die Netzfrequenz von 50 auf 51 Hertz anzuheben, müssten 20 Gigawatt zusätzliche elektrische Leistung ins Netz gebracht werden, sodass die Frequenz dann um 1 Hertz anwachsen würde. Im Rahmen der Systemdienstleistung sind die Übertragungsnetzbetreiber für die Bereitstellung von Regelleistung verantwortlich, um die Frequenzhaltung sicherzustellen. Das heißt, die Übertragungsnetzbetreiber müssen Primärregelung, Sekundärregelung sowie die Minutenreserve bereitstellen. Die Primärregelung stellt dabei eine stabilisierende Wirkleistung dar, die sehr schnell auf Frequenzabweichungen reagieren kann. In der Regel entsteht diese Primärregelung durch einen Beitrag der Kraftwerke selber, indem die Kraftwerke ihre Ausgangsleistung innerhalb von wenigen Millisekunden bis Sekunden einstellen und regeln können. Das heißt, dass die Kraftwerke innerhalb dieser sehr kurzen Zeitspanne kleinere Frequenzabweichungen sehr schnell und direkt ausgleichen können. Die Sekundärregelung sorgt für eine gebietsbezogene Beeinflussung der Energieerzeugungseinheiten und für den Austausch innerhalb der Regelzone, um die Netzfrequenz zu stützen und zu stabilisieren bei 50 Hertz. Und die Übertragungsnetzbetreiber wiederum sind innerhalb ihrer eigenen Regelzone dafür verantwortlich, diese Netzfrequenz zu halten und auch eine Austauschleistung mit den übrigen Regelzonen sicherzustellen, um die Netzfrequenz im eigenen Netzgebiet zu stabilisieren, aber auch unterstützend eingreifen zu können in benachbarten Netzregionen, falls es dort zu Frequenzabweichungen kommen sollte. Das Prinzip zur Bereitstellung von Regelleistung ist in dem unten dargestellten Diagramm einmal veranschaulicht. Innerhalb von wenigen Sekunden müssen mehrere Megawatt bis Gigawatt an zusätzlicher Leistung in das Netz eingespeist werden können. Die schnelle Bereitstellung von elektrischer Energie erfolgt in der Regel durch die Nutzung von Pumpspeicherkraftwerken sowie Gasturbinenkraftwerken. Wir haben in dem Diagramm dargestellt, innerhalb der ersten 30 Sekunden die Primärregelleistung, die in Deutschland im Bereich von plus minus 750 Megawatt liegt. Das heißt also, innerhalb von 30 Sekunden
kann eine Leistung von 750 Megawatt zusätzlich ins Netz eingebracht oder aus dem Netz ausgespeist werden. Erfolgt in der Regel direkt in den Kraftwerken, dass die Kraftwerke innerhalb ihrer Toleranzen die Regelleistung anpassen können. Sollte weiterer Anpassungsbedarf bestehen zur Frequenzhaltung, erfolgt die Aktivierung der Sekundärregelleistung innerhalb von wenigen Sekunden bis spätestens eine Minute. In Deutschland können ungefähr 3 Gigawatt an zusätzlicher elektrischer Leistung bereitgestellt werden, die ein- oder ausspeisen ins Netz. Diese Sekundärregelleistung muss nach 30 Sekunden aktiviert werden können und muss im Extremfall bis zu 60 Minuten vorhalten. In der dritten Phase, nach spätestens einer Minute, sollte es immer noch zu einer Abweichung von der Sollfrequenz kommen, wird die Minutenreserve aktiviert. Das heißt, Kraftwerke, die nach spätestens einer Minute elektrische Energie bereitstellen können, auch diese Minutenreserve umfasst ungefähr 2 bis 3 Gigawatt, positiv wie negativ. Diese Minutenreserve muss ebenfalls bis zu 60 Minuten bereitgestellt werden, um nach diesen 60 Minuten, nach dem Auftreten einer signifikanten Frequenzabweichung, abgelöst zu werden von den Reserven des Übertragungsnetzbetreibers, die aktiviert werden können auf Basis von trägeren Kraftwerken. Die Minutenreserve insbesondere und auch die Sekundärregelleistung erfolgt, wie gesagt, durch Pumpspeicherkraftwerke oder durch Gasturbinenkraftwerke sowie der Anpassung der Last in verschiedenen Regelzonen des Netzes. Wie sieht nun das Regelkonzept für den Verbundnetzbetrieb aus? Dargestellt auf der Achse ist die Netzfrequenz mit der Sollfrequenz von 50 Hertz und dem Toleranzband von 0,2 Hertz. Das heißt, solange die Netzfrequenz zwischen 49,8 und 50,2 Hertz liegt, liegt keine Störung vor. Das Netz befindet sich im Normalbetrieb. Sollte die Netzfrequenz außerhalb des Bandes liegen, mit größer werdenden Frequenzen, erfolgt eine Primärregelung. Das heißt, es ist zu viel elektrische Energie im Netz. Das Netz reagiert mit einem Frequenzanstieg. Diesem Anstieg kann entgegengewirkt werden, indem die eingespeiste Energie reduziert wird. Das lässt sich bei elektrischen Maschinen dadurch realisieren oder bei Generatoren dadurch realisieren, dadurch, dass die Leistung der Maschinen gekoppelt ist über das Drehmoment und die Frequenz, lassen sich Frequenz und Drehmoment dazu nutzen, um die Leistung von Kraftwerken oder von Generatoren anzupassen. Sollte die Netzfrequenz absinken, das heißt, wird mehr elektrische Energie ausgespeist als eingespeist, erfolgt zunächst eine Aktivierung der Momentanreserve in den 3 Stufen. Sollte dies nicht ausreichen, um die Netzfrequenz wieder auf 50 Hertz zu stabilisieren, wird in 3 Stufen Last vom Stromnetz getrennt. Das heißt, bei 48,7, 48,4 und 48,5 0 Hertz erfolgt eine Abtrennung von Lasten, da immer noch zu viel elektrische Energie aus dem Netz abgezogen wird und die zusätzliche Einspeisung aus der Momentanreserve nicht ausreicht, den Netzfrequenzabfall aufzuhalten. Sollte die Netzfrequenz weiter abfallen, schalten die Kraftwerke in den Eigenverbrauchsbetrieb um Schäden und Störungen des Kraftwerks zu vermeiden. Und kommt es zu einem Abfall der Netzfrequenz auf unter 47,5 Hertz, so liegt ein Netzausfall vor und es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die elektrische Energieversorgung wiederherzustellen und bereitzustellen. Eine weitere Systemdienstleistung umfasst die Spannungshaltung, das heißt das Aufrechterhalten des Spannungsniveaus innerhalb der einzelnen Netzebenen ohne Überschreiten der Obergrenze bzw. Unterschreiten der Spannungsuntergrenze. Die Übertragungsnetzbetreiber sind für den Ausgleich der Blindleistung innerhalb der eigenen Regelzone verantwortlich und darüber hinaus für die Einhaltung der Spannungsbänder an den Knotenpunkten, also an den Übertragungen zu parallelen Übertragungsnetzen und zu den untergelagerten Verteilnetzen. Regelbare Transformatoren in den Erzeugungsanlagen und auch in den Verbrauchsanlagen, das heißt also in den Industriebetrieben, können die Blindleistung steuern. Das heißt, zur Spannungshaltung kann die Blindleistung angepasst werden.
Dies erfolgt zum einen auf Seiten der Kraftwerke, auf der anderen Seite aber insbesondere bei Großverbrauchern, die durch den Entzug elektrischer Energie aus dem Netz zu einer Erzeugung von Blindleistung führen können. Und diese muss ausgeglichen werden durch entsprechend regelbare Transformatoren. Sollte es zu einer Über- oder Überschreitung der entsprechenden Grenzwerte für die Blindleistung kommen, werden diese Überschreitungen und diese Kosten an den Kunden weitergegeben. Da dies zu einer Störung des Netzbetriebs führt und zu einer Verschlechterung der Versorgungsqualität. Und hierfür hat der Kunde entsprechende Ausgleichszahlungen zu leisten. In diesem Diagramm aus den Daten der Bundesnetzagentur, veröffentlicht im aktuellen Monitoringbericht 2019, sind die Kosten für die Systemdienstleistungen in den Jahren 2014 bis 2018 dargestellt. Aufgeführt sind die unterschiedlichen Arten der Systemdienstleistungen, Vorhaltung der Primär-, Sekundärregelleistung sowie der Minutenreserve, Blindleistung, Redispatch-Maßnahmen, Vorhaltung der Netzreservekraftwerke etc. Und was sich zeigt, in Blau die Zahlen und die Kosten im Jahr 2014, in Rot dargestellt die Situation im Jahr 2018, haben sich die Kosten für die Systemdienstleistung teilweise signifikant verändert. Das Vorhalten von Primär- und Sekundärregelleistung sowie der Minutenreserve, die sind zurückgegangen von 100 bis 200 Millionen Euro pro Jahr auf 50 Millionen Euro pro Jahr. Umgekehrt hat das Einspeisemanagement, das heißt die Organisation der elektrischen Energie aus regenerativen Energieanlagen oder volatilen Energieanlagen, sind angewachsen. Signifikant. Der Wert hat sich ungefähr verdrei- bis vervierfacht. Auch die Vorhaltung von Netzreservekraftwerken durch den Ausbau der Erneuerbaren in den letzten Jahren, insbesondere im Bereich der Windenergie, haben zu einer Verteuerung der Systemdienstleistung geführt, dass wir für das Vorhalten und den Einsatz von Reservekraftwerken mittlerweile rund 400 Millionen Euro pro Jahr zu zahlen haben. Auch das Redispatch, also die netzstabilisierenden Maßnahmen, die Kosten haben sich ungefähr verdoppelt. Die Gründe darin liegen insbesondere in der Transformation der elektrischen Energieversorgung weg von fossilen Dampfkraftwerken hin zu volatilen regenerativen Energiequellen, die durch ihre Volatilität dazu führen, dass die Steuerung des Netzes deutlich aufwendiger geworden ist und damit ist zu einer Kostensteigerung gekommen ist.